Danke für den Hinweis. Dann herzlich willkommen bei uns hier in der Session zur Resilienz im Energiesystem. Zumindest aus unserer Sicht, der wir die Session hier vorbereitet haben, ein sehr, vielleicht sogar getrieben durch die letzten Monate, sehr spannendes Umfeld, weil wir immer ja auch dachten, die kritische Infrastruktur, insbesondere im Energiesystem, ist resilient. Wir haben aber schon vor der Pandemie ja einige Einflüsse gesehen, wie zum Beispiel das Thema Dezentralität, Digitalisierung, dass viele weitere Marktteilnehmer auch das Energiesystem nutzen wollen und damit die Komplexität deutlich in den letzten Jahren auch gestiegen ist. Ja, und dann kam die Pandemie, die natürlich nochmal eine ganz, ganz besondere Herausforderung an die Energiesysteme gestellt hat. Und ja, jetzt auch zuletzt, Sie haben es alle mitgekriegt, ja auch das Thema Flutkatastrophe, wo die kritische Infrastruktur natürlich maßgeblich betroffen ist. Was wir in der Session und jetzt von 9:30 Uhr bis 11 Uhr etwa vorhaben, ist wirklich einen Werkstattbericht zu geben, wirklich auch da mal die Tür aufzumachen und Sie teilhaben zu lassen. Welches sind die Herausforderungen in der kritischen Infrastruktur? Und wir haben das Ganze zweigeteilt. Zum einen freue ich mich, dass Till Luhmann von der BTC uns heute unterstützt mit einem Vortrag und auf der anderen Seite Thomas Ontrup von der Westnetz. Wenn einer über kritische Infrastrukturen und die Herausforderungen in Bezug auf Resilienz sprechen kann, dann sicherlich der Thomas Ontrup. Ich selbst komme zu dem Thema insbesondere durch auch die Aktivitäten im Digitalgipfel. Seit vielen Jahren da habe ich gemacht, seit vielen Jahren auch für Energie, Netze dort zuständig. Und wir haben es eben schon in den Chat gepostet. Unsere Gruppe Intelligente Energienetze hat pünktlich zur DIF-Konferenz exakt zu unserem Thema der Session hier auch ein Positionspapier erstellt, veröffentlicht. Weil wir schon sehr, sehr intensiv uns mit dem Thema IKT und Energienetze auseinandersetzen. Und ich glaube, das kann jeder von Ihnen auch unterschreiben, dass diese Migration oder die Zusammenführung von zwei unterschiedlichen Sektoren und auch Infrastrukturen deutliche Herausforderungen auch an uns stellt. Wir haben deshalb mit dem Vortrag von Till Luhmann einen großen Blick dann auch auf die Brücke zwischen IKT und Energienetze und dann entsprechend im Nachgang einen Vortrag von Thomas Ontrup, wo es ganz konkret ja, um die Frage steht, wo stehen wir denn heute mit den Energienetzen? Damit wir jetzt keine weitere Zeit verlieren, Till, würde ich dir gerne das Wort erteilen und wie gesagt dann gibst du bitte deinen Bildschirm frei? Wir haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Das verfolge ich weiter und nehme dann die Fragen gerne auf und die diskutieren wir dann. Wir haben sicherlich am Ende der Session dann auch noch eine Möglichkeit, nochmal gezielt auf die ein oder andere Frage auch einzugehen. Till. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich gebe den Bildschirm sehr gerne frei. Kurze noch zum Prozedere. Sollen Fragen dann auch zwischendrin möglich sein oder erst Das gesammelt? überlasse ich dir. Ich Ja. sehe die Fragen im Chat. Wenn du möchtest, kann ich die gerne direkt dann einstreuen, wenn es den Bedarf gibt. Ja, also wäre von meiner Seite sehr gut, wenn auch direkt Fragen dann auch gestellt werden zur aktuellen Folie beispielsweise. Dann kann ich da auch direkt darauf Prima. antworten. Ja, sehr gut. Dann gebe ich mal eben meinen Bildschirm frei. Moment. Ich hoffe, dass das Und das jetzt klappt sichtbar ist. auch. So, jetzt gehe ich in den Präsentationsmodus Sehr gut. und hoffe, dass das auch sichtbar ist. Ja. Wunderbar. Ja, dann möchte ich auch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Präsentation. Die ich heute hier halten darf, zum Thema Resilienz im Spannungsfeld Energie-IKT. Sie sehen hier zwei Vortragende. Ich trage allerdings alleine vor. Der Christoph Meyer von Office, der mit mir eigentlich den Vortrag gemeinschaftlich halten sollte, der ist leider erkrankt.
Er grüßt alle sehr herzlich, hat mir aber eben das dann eben überlassen, heute eben für Sie allein zu präsentieren. Kurz zum Hintergrund dieser Präsentation. Also die Ergebnisse, die ich hier vorstellen möchte, basieren auf einer Studie, die aus dem Programm ESIS stammt, also Energiesysteme der Zukunft, das vom BMBF gefördert ist. Und diese Studie nennt sich Resilienz digitalisierter Energiesysteme. In dieser Studie haben wir uns in einem Kreis von Experten, hier sind nur die Logos gezeigt auf der rechten Seite der beteiligten Institute und Unternehmen, haben wir uns Till, über, ja, entschuldige, wenn ich dich ja. unterbreche, aber von mir ist, an meiner Seite ist der Präsentationsmodus jetzt weg und du stehst immer noch auf der ersten Folie. Okay. Vielleicht bleibst du einfach in dem Modus Standard PowerPoint und klickst einfach die Folie entsprechend weiter, weil der Präsentationsmodus hat, ja, jetzt bist du auf der nächsten. Entschuldige die Jetzt bin ich auf der Unterbrechung. nächsten. Okay, jetzt ist aber wahrscheinlich das PowerPoint nur zu sehen. Ist das richtig? Also Richtig, genau. nicht die Präsentation, ja. Richtig. Das ist dann Was aber gut. ja auch geht. Ich kann es gut Das geht lesen. selbstverständlich auch. Ich werde nur mal eben kurz schauen, dass ich hier noch das ein bisschen größer mache dann. Dann Ja. ist es vielleicht nicht so sperrig. So, dann machen wir das so. Perfekt. Genau, wunderbar. Okay, also wie Sie dann jetzt sehen können, oder ihr und Sie, sehen wir hier eben also nochmal die Teilnehmer der Studie, die beteiligten Unternehmen und Institutionen, auch die drei Akademien hier oben als Schirmherren sozusagen und Veranstalter. Und in diesem Fall war Arcatech hier im Lead. Und diese Studie wurde eben geleitet von Christoph Meyer und Gerd Brunekreft. Die Studie ist ja aktuell, also wir haben in diesem Jahr die Ergebnisse veröffentlicht und insofern ist das sozusagen frisches Material. Und werde jetzt hier auf die Inhalte eingehen. Also es wird relativ fachlich werden, sage ich schon mal. Ist nicht so ein Klickibunti-Vortrag, sondern sehr fachlich. Insofern hoffe ich, dass wir da auch sehr gerne immer an den entsprechenden Stellen Einstiegspunkte finden. Habe mich bemüht, auch ein bisschen aufzulockern, dieses sehr fachliche Material. Wir sehen hier zunächst einmal so als Teaser die Frage, weil wir ja von Digitalisierung von Energiesystemen sprechen, wie verändern sich digitale Möglichkeiten? Und hier am Beispiel Mobilfunk sehen wir eben, wie über die Entwicklung eben der Frequenzbänder wir über die Zeit da natürlich eine Explosion haben von Möglichkeiten. Eine Explosion von Digitalisierungsoptionen, die wir hier in der rechten Säule dann eben sehen, wie sie da gipfelt und natürlich mit dann entsprechenden Auswirkungen, also das Internet der Dinge natürlich hier und beziehungsweise Industrie 4.0, aber dasselbe eben und das ist eben dann der Transfer in Richtung Energiesystem, dasselbe. Ja, ist die Frage, was erleben wir denn im Kontext Energiesysteme, was diese Möglichkeiten uns dort erschließen und wie gehen wir damit um? Und eine Sache, die sicherlich relativ, also mittlerweile jedem klar sein dürfte, die Aussicht ist, alles wird digitalisiert. Also während wir noch vor vielleicht ja, Diskussionen von vor gut 5 Jahren hatten, wo typischerweise noch überlegt wurde, ja, ob sich das alles rechnet, jetzt alles zu digitalisieren, warum sollte man jetzt die Kaffeetasse digitalisieren oder den Stuhl, auf dem ich sitze, ob da jemand drauf sitzt oder nicht, das rechnet sich ja gar nicht. Ich glaube, mittlerweile ist überall angekommen, also in der öffentlichen Wahrnehmung und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass tatsächlich höchstwahrscheinlich dann eben doch die Kaffeetasse und der Stuhl, auf dem man sitzt, auch digitalisiert werden wird. Und auch das wird alles noch und nur ein Anfang sein. Also damit müssen wir ungefähr rechnen. Und insofern, wenn wir ans Energiesystem denken, werden wir auch da von ausgehen müssen, dass eben dort alles smart wird, vernetzt wird, digital wird und wir eben dann damit umgehen müssen. Natürlich birgt das erstmal auf der einen Seite Mehrwerte, ist ja auch klar. Also dafür sonst wird man es nicht machen. Es gibt also viele Chancen dieser Digitalisierung jetzt im Kontext insbesondere des Energiesystems. Wir haben eben beispielsweise die Möglichkeit, alle diese vielfältigen Anlagen und Geräte, die eben entweder Strom konsumieren oder auch
Strom beisteuern, eben auch tatsächlich zu integrieren und dann eben entsprechend auch mit denen arbeiten zu können. Also in irgendeiner Form Effizienzen zu heben, Flexibilitäten zu heben und das Ganze eben in irgendeiner Form auch dann steuerbar zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein erhebliches Risiko, dass das Energiesystem durch diese ja, zunehmende digitale Vernetzung letztlich auch verwundbarer wird. Denn es ergeben sich natürlich neben den positiven Möglichkeiten auch Möglichkeiten, in denen die Digitalisierung eben auch Schaden anrichten kann. Und das habe ich hier auf der nächsten Folie mal so ein bisschen dann etwas plakativ skizziert. Also das Blackout-Risiko ist realistisch. Da braucht man ja nur in die Zeitung schauen und so ein bisschen sammeln. Da gibt es dann immer wieder entsprechende Beispiele. Das weiß ja mittlerweile auch jeder und hat jeder schon gelesen, was es dort für Szenarien gibt. Teilweise eben auch größere Stromausfälle, die eben durch entsprechende Angriffe dann verursacht werden. Die Frage ist halt, das ist typische, was in der Zeitung steht, sind eben erfolgreiche Hackerangriffe. Doch in der Studie haben wir eben etwas genauer hingeschaut und gefragt, ja, sind denn jetzt wirklich die Basisursachen für entsprechende Risiken, die eben letztlich eben zu entsprechenden Ausfällen des Systems führen können. Und das fördert dann doch eine ganze Reihe weiterer Risiken zutage. Die möchte ich gerne kurz auf die nächsten beiden Folien einmal skizzieren. Also auf der einen Seite erleben wir, dass durch die Digitalisierung eben die Komplexität erstmal steigt. Und es werden zusätzliche Abhängigkeiten erzeugt, die so, ja, ich sag mal, traditionell in der Form nicht vorhanden waren. Insbesondere hier, wie im ersten Punkt genannt, ergeben sich eben Abhängigkeiten im Betrieb von Stromnetz, Kommunikations- und IT-Systemen. Also hier mit dem in Anführungsstrichen skizziert mit dem Slogan, Strom kann nicht ohne IKT und IKT kann nicht ohne Strom. Also während natürlich traditionell, als man noch gar keine Computer hatte, sozusagen Stromnetze auch betrieben werden konnten und eben dann entsprechend auch funktioniert haben, ist es natürlich heute so, dass typischerweise sehr, sehr viele für den Betrieb der Netze benötigte Fernwirktechnik, Geräte, Komponenten in den Netzen tatsächlich digitalisiert sind und digitalisiert werden. Und diese sind eben letztlich dann auch, also das korrekte Funktionieren dieser Geräte ist halt notwendig, damit heutige Netze eben weiter stabil arbeiten können. Aus dieser Richtung ist es natürlich dann auch notwendig, dass man dafür sorgen muss, dass die entsprechenden IT-Systeme, die das Stromnetz sozusagen stützen, eben auch funktionieren. Und auf der anderen Seite muss die Kommunikation auch funktionieren, um eben remote entsprechend Ansteuerung vornehmen zu können. Insofern ergibt sich hier eine, ja, dann auch also regional verteilte, komplexe Abhängigkeit all dieser Systeme, die alle nicht mehr ohne das andere können. Und das erfordert eben, dann auch einen anderen Umgang damit. Auch noch immer unter dem Gesichtspunkt der stark fortschreitenden Digitalisierung, die das Ganze natürlich immer noch verstärkt. Till, kann ich eine Ja. Frage dazu stellen? Sehr gerne. Weil IKT hatten wir ja in den Stromnetzen schon oder haben wir ja schon recht lange. Habt ihr auch in die Richtung geschaut? Ich nehme jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel. Früher hatten wir unsere eigene IKT im Energienetz, also wirklich abgeschottet, aber sie war da und heute ist das vielleicht an vielen Stellen offen, weil sehr viele Marktakteure ja auch angebunden werden, dezentral. Also IKT gab es ja schon immer. Habt ihr in die Richtung geguckt, was ist der Ja. Unterschied zwischen, ich habe meine eigene IKT schön abgekapselt und ja, der Alternative? Also ganz genau, das ist auch eines der dann eine der Empfehlungen, die hier erarbeitet wurde. Also natürlich ist es so, dass diese verschiedenen Betreiber, über die wir hier sprechen, der Kommunikationsnetze, der Stromnetze und eben auch der IT-Systeme, die man sozusagen dann nutzt, also IT aus der Cloud zum Beispiel.
oder eben auch von einem Dienstleister, muss ja nicht immer aus der Cloud sein, also von einem Rechenzentrumsdienstleister, dass diese Systeme natürlich von drei verschiedenen Betriebsmannschaften betrieben werden, die typischerweise nicht miteinander vernetzt sind. Und das erhöht eben das konkrete Risiko, dass die zwar alle sozusagen redlich ihren Job machen, aber eben untereinander nicht wissen, was sie denn eigentlich für Schmerzen gegebenenfalls bei dem jeweiligen anderen Partner, wenn man so will, verursachen. Und diese Abhängigkeiten sind sicherlich, und ich würde mich natürlich freuen, wenn da auch aus der, vielleicht aus dem Publikum Beispiele bekannt sind, die sind sicherlich an einigen Stellen bereits, gibt es dort Kooperationen oder koordiniertes Vorgehen, konzertiertes Vorgehen, wenn man so will, aber das ist sicherlich eher punktuell und nicht durchgängig. Und insofern ist das definitiv hier ein wesentliches Risiko, dass man überlegen muss, wie bekommen wir denn eigentlich diese Mannschaften der verschiedenen Systembetreiber hier unter einen Hut, sodass sie eben auch gegenseitig sich unterstützen können und auch immer wissen, was jeweils der Zustand ist bei dem anderen und nicht sozusagen dann nur dadurch erfahren davon, dass irgendwo was ausgefallen ist und man das vielleicht aus dem Radio hört oder so. Ja, also das haben wir definitiv dann auch genauso gesehen, wie von dir geschildert, Andreas. Ein zweiter Punkt, den ich hier nochmal auflisten möchte, ist diese Systembeherrschbarkeit. Ein zweiter Schwerpunkt, also wir haben natürlich diese wachsende technische Komplexität. Das heißt, es werden immer mehr Komponenten digitalisiert. Das ist zwar zunächst schön. Auf der anderen Seite will das Ganze ja auch dann ja koordiniert werden. Und typischerweise gibt es die unterschiedlichsten Betriebssysteme, Hersteller, Releases. Das Ganze muss letztlich in einer ja, Form, die dann auch technisch funktioniert, bewältigt werden. Und das ist eben, je mehr einfach digitalisiert wird, desto aufwendiger wird das und desto schwieriger eben wird das Ganze in Summe im Griff zu behalten. Neue Akteure gibt es. Also es gibt verschiedenste Akteure, die in irgendeiner Form auf das System einwirken, während natürlich traditionell nur der Netzbetreiber erstmal Zugriff hatte und dann auch noch steuernd eingreifen konnte, sind heute sehr viele Akteure im Netz unterwegs, die in irgendeiner Form Auswirkungen haben. Also nehmen wir zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel nennen, Gerätehersteller, die smarte Haushaltsgeräte anbieten. Die haben durchaus die Möglichkeit, per Remote-Kanal an den Haushaltsgeräten Firmware zum Beispiel abzudaten. Und ja, wenn man dann mal ein Firmware-Update leider irgendwie verkehrt macht oder alle Geräte, alle Kühlschränke stürzen gleichzeitig ab, dann kann sowas schon entsprechende Auswirkungen haben, ohne dass ein Netzbetreiber das selber direkt beeinflussen kann. Und das sind eben, das ist hier ein Beispiel für solche Akteure, die in dem Sinne direkte Auswirkungen haben auf das System, aber sozusagen unkontrolliert handeln können heute. Die volatileren Märkte ist ein weiteres Thema, dass wir eben natürlich sehr viel mehr Einfluss haben durch den erhöhten Einfluss erneuerbarer Energien, was eben die Systembeherrschbarkeit zusätzlich reduziert. Und auch die sind ja digital erschlossen, typischerweise. Und noch ein weiterer, vielleicht etwas ungewöhnlicher Punkt, der Wertewandel. Wir erleben ja auch heute, dass eher ein Wert zumindest ist, also dass man sich, es gibt viele Menschen, die sozusagen positiv mitwirken, um sozusagen auch Teil zu sein eines Systems und dort positive ja, Wirkungsgrade zu entfalten. Genauso gut gibt es aber auch viele, die sich im Grunde verweigern und eher destruktiv wirken und sozusagen dann jemand anders muss es dann aufwischen, sozusagen, was sie verursacht haben. Und das ist so ein bisschen auch das, was hier mit diesem Wertewandel gemeint ist. Das heißt, man muss Akteure, die eben tatsächlich Systemauswirkungen haben können, die muss man letztlich berücksichtigen und auch einbeziehen. Ja, zum dritten Punkt hier auf der Folie, die schnellen Innovationszyklen. Also auch das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der uns hier, der
die Digitalisierung zwar einerseits zu einem sehr interessanten Spielfeld macht, also dass wir eben immer auch sehr gut tolle Innovationen haben, mit denen sich die Funktionalitäten sehr schön weiterentwickeln. Auf der anderen Seite, wenn wir an Standards denken, also zum Beispiel die Funktionalitäten eines Smart Meter Gateways, die standardisiert werden, dann können diese Standards natürlich kaum Schritt halten mit ungeahnten Möglichkeiten, die sich eben ergeben, wenn die Digitalisierung gerade wieder eine neue Technologie hervorgebracht hat, aus der dann wieder ja eben die tollsten neuen Features resultieren, die dann auch in irgendeiner Form in den Markt gebracht werden und direkt schon dann genutzt werden. Also das ist eben ein weiterer wesentlicher Punkt, weswegen wir hier entsprechende, wenn, deswegen die Digitalisierung eben hier beobachtet werden muss. Phil, es kam noch eine Ja. Frage im Chat. Ich lese mal vor. Gibt es nicht noch die Offline-Zonen, also zum Beispiel bei Kraftwerken? Und sollten diese nicht ausgebaut werden? Da bin ich jetzt leider überfragt, in dem Kraftwerkskontext. Können wir auch gerne zurückstellen, dann beantworten wir sie später dann. Gerne. Genau, aber das machen wir dann am besten später. Da bin ich jetzt leider nicht direkt so tief drin, müssen wir vielleicht nochmal den Begriff Kriegen erklären. wir Ja, der zweite Hauptpunkt, der auch ein ganz wesentlicher Effekt ist, ist dieses destabilisierende Schwarmverhalten. Wir haben ja jetzt mehr und mehr digitalisierte Geräte und Anlagen, und zwar treten die ja letztlich immer mehr als Massenphänomen auf. Wir wissen ja schon, wie viel Photovoltaikanlagen eigentlich, das geht ja in die Richtung, ich meine so bald in Richtung 2 Millionen Photovoltaikanlagen, die verbaut sind und in deutsche Stromnetze integriert sind. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Geräte, vom kleinen Haushaltsgerät bis zum Elektrofahrzeug, die in irgendeiner Form aktiv steuerbar sind und eben, wie gesagt, in Massen auftreten. Und diese haben eben gewisse Anfälligkeiten, die berücksichtigt werden sollten. Das eine ist sogenannte Gleichzeitigkeitseffekte. Also Gleichzeitigkeiten, die eben auch ja, unvorhersehbares, simultanes Verhalten auslösen. Wir kennen dieses Thema, der Gleichzeitigkeitseffekt durch diese Sonnenfinsternis vor, wann war es, vor 2 Jahren, als das war natürlich kein unvorhersehbares simultanes Verhalten, sondern eins, was bekannt war, wo eben tagsüber plötzlich dort alle Photovoltaikanlagen im Grunde dann für einen gewissen Zeitraum runtergefahren sind, bis die Sonnenfinsternis dann vorbei war. Und solche Gleichzeitigkeitseffekte können eben auch auftreten aus anderen Gründen, die wir hier sozusagen nicht vorhersehen können. Also, und sei es das, also was wir diskutiert hatten, war, sei es, dass beispielsweise irgendein Preisausschreiben im Radio stattfindet und alle müssen um 10 Uhr das Licht ausmachen oder irgendetwas. Ja, also das heißt, also solche Gleichzeitigkeitsverhalten, die eben dann in Summe einen großen Effekt haben, müssen halt in irgendeiner Form, muss man die auf dem Schirm haben und berücksichtigen, wie man damit umgeht. Wir haben dann das Thema Softwarefehler in der Firmware. Klar, erstmal relativ nachvollziehbar eben, aber wenn es in Massen auftritt, können da eben letztlich auch entsprechende Ausfälle oder Fehlverhalten verursacht werden. Wir haben das Thema Viren. Das heißt also, es können natürlich auch in die Firmware entsprechende Viren eingeschleust sein, von denen man nichts weiß und die dann irgendwann entsprechend losschlagen und auch dieses Schwarmverhalten eben induzieren. Und unkontrollierte kollektive Eingriffe durch dritte Akteure. Ich hatte das eben vorhin erläutert, diese Serviceanbieter, die dann beispielsweise Wartung von einem bestimmten Typ von Photovoltaikanlage oder ich hatte das Thema Kühlschrank. Also da kann man ja beliebig sich jetzt was ausdenken, wo eben vielleicht irgendjemand dann einfach da mal den Stecker zieht oder eine Software runterfährt und das dann zu ungeahnten Verhalten führt. Insofern, diese verschiedenen Effekte sind im Grunde alles Bedrohungen, wenn man so will, durch die Digitalisierung des Energiesystems. Und ich möchte kurz hier einmal auf dieser Folie skizzieren, ja, um welche Akteure geht es jetzt eigentlich, die wir berücksichtigen müssen.
Und ja, wo und wie sind Sie eigentlich aktiv? Wir sehen hier so in der Mitte eine Skizze, ja, eine schematische Skizze unseres Energiesystems, wobei wir eben zwei Kreise sehen in der Mitte. Einmal die Energienetze, so in hellblau, und die Energiemärkte drumherum in violett. Und das soll eben im Grunde einfach diese beiden wesentlichen Komponenten des Energiesystems einmal skizzieren. Und außenrum sehen wir dann die verschiedenen Akteure gruppiert, die mit dem System oder auf Basis des Systems aktiv sind und mit dem System arbeiten oder das System selber betreiben. In der Mitte sehen wir jetzt hier noch verschiedene Infrastrukturen, die genutzt werden, und zwar einerseits öffentliche Kommunikationsnetze, dann Plattform- und Cloud-Dienste und eben künstliche Intelligenz und Big Data, also Systeme, die sozusagen konventionell eher nicht, keine Rolle spielte beim Betrieb von Energiesystemen, jetzt aber immer mehr genutzt werden und in den Vordergrund kommen. Das auch nochmal, um auf deine Frage von vorhin, Andreas, zurückzukommen. Also die werden im Grunde benutzt. Und wenn man an neue Akteure denken, die jetzt hier aktiv sind, dann sind das sicherlich auf der einen Seite ja immer mehr, es gibt immer mehr sozusagen Initiativen und ja, Möglichkeiten, wo es in Richtung regionale Marktplätze geht, also regionale Marktplätze, mit denen eben nicht zentral Handel stattfindet zwischen Erzeugern, Verbrauchern und Speichern, sondern irgendwo, wo lokale Optimierungen stattfinden. Wir haben die Dienstleister, wie eben ja auch schon genannt, IT- und Cloud-Dienstleister, die letztlich plötzlich eine Rolle spielen, weil sie eben tatsächlich systemkritische Komponenten zur Verfügung stellen, die auch genutzt werden. Wir haben die vielfältigen Privatakteure, die letztlich ja, mitmachen, und das Thema Prosumer kennt jeder, aber die in irgendeiner Form jetzt selber Einfluss nehmen, und sei es, dass sie eine Photovoltaikanlage im Baumarkt kaufen und in die Steckdose stecken und davon ausgehen, dass alles gut funktioniert. Wir haben die Gerätedienstleister, wie eben schon erwähnt und als ein Beispiel illustriert. Weitere, fast schon klassisch, sind natürlich Energiedienstleister, wie zum Beispiel eben Aggregatoren und eben die Telekommunikationsunternehmen. Das sind ganz wesentliche neue Akteure, die hier eben über die traditionellen Akteure hinaus Auswirkungen haben und mitwirken. Ja, und was empfehlen jetzt denn die Experten der Studie? Und da passt das eigentlich sehr gut zu dem, was vorhin auch in der Einleitung der Matthias Brucke einmal so ein bisschen skizziert hat. Also traditionell werden solche Systeme, solche Energiesysteme eher im Rahmen einer Robustheitsstrategie betrieben. Das heißt, es werden ja bekannte und gravierende Störereignisse, also entweder, also wo man schon schlechte Erfahrungen mit gemacht hat oder die man sich so überlegen kann, die werden betrachtet, und es wird geschaut, inwiefern man die Netze so robust bauen kann, dass diese Ereignisse nicht auftreten. Beispielsweise natürlich bekanntermaßen gibt es dieses N-1-Prinzip. Das ist ein Beispiel, um Robustheit zu erzeugen. Im Grunde geht es aber genau um das Thema, wie hier mit, das ich weiß, eine Eiche wird es jetzt nicht sein, aber das hatte ja vorhin Matthias Brucke genannt, das Beispiel. Also man hat ein sehr stabiles System, das aber sobald ein gravierendes, unbekanntes Störereignis auftritt, dann eben doch ausfällt und dann im Grunde, ja, nicht weiß, in Anführungsstrichen, wie es denn so schnell wieder recovered werden kann und wieder in einen stabilen Betrieb übergehen kann. Demgegenüber schlagen eben jetzt die Experten aus der Studie vor, dass man sich stärker mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen sollte. Das heißt, das System so auslegen sollte, dass Unsicherheit und Überraschung, also Dinge, die man nicht bisher vorgedacht hat, dass die auch berücksichtigt sind und man auch auf diese gut reagieren kann. Das heißt, die Strategie geht hier eher in die Richtung einer schnellen Recovery-Fähigkeit, sodass wir eben ja in dem Sinne diese Widerstandsfähigkeit erzeugen. Diese Anpassungsfähigkeit, wie von Matthias Brucke genannt, war
weniger Teil der Diskussion in der Studie. Also es ging tatsächlich mehr um diese Widerstandsfähigkeit, schnelle Wiederherstellung eines Normalbetriebs und wie man da, wie man das erreichen kann. Ja, abschließend möchte ich jetzt noch eine ganze Reihe von Empfehlungen bzw. Handlungsoptionen skizzieren, die dann erarbeitet wurden, um einfach sich diesen genannten Fragestellungen zu stellen. Und dazu habe ich jetzt hier nochmal einige Folien mit den verschiedenen Maßnahmen, die empfohlen werden. Wir haben auf der einen Seite den wesentlichen Komplex, den ich auch einleitend erläutert habe, diese Wechselwirkung zwischen der IKT und Energie, also dem Energiesystem, verstehen und lenken. Und das heißt, hier wirklich diese Systeme als ein System denken und nicht als verschiedene Systeme, die gegenseitig irgendwelche Verträge haben, sondern wirklich eine integrierte Betriebsführung tatsächlich für diese drei wesentlichen verschränkten Komponenten auch tatsächlich umzusetzen. Man muss natürlich zunächst die Abhängigkeiten auch wirklich mal analysieren. Das wird regional sehr unterschiedlich sein und insofern muss man da jeweils dann auch zu entsprechenden regionalen Konzepten kommen. Man benötigt sicherlich dann, sobald man sich darauf geeinigt hat, dass tatsächlich diese Dinge integriert betrachtet werden sollen, sicherlich einen Regelkatalog, der dann auch angewendet werden kann. Am besten ein Kochbuch sozusagen, das genutzt werden kann und nicht jedes Mal neu erfunden werden muss, sodass eben hier diese Netze auch entsprechend dann integriert betrieben werden können. Insbesondere eben unter Berücksichtigung der Kommunikationsnetze, ja, und dann eben für die integrierte Betriebsführung. Das ist der erste sozusagen wesentliche Teil, der, wo man mal ran muss, sozusagen. Der zweite Punkt ist eben die Cybersicherheit. Also diese Cybersicherheit ist natürlich sozusagen im Hintergrund als Risiko immer vorhanden und ist sehr schwer beherrschbar und letztlich sind alle Akteure davon betroffen. Das heißt, das ist nicht etwas, was jetzt lediglich den Netzbetreiber beschäftigen sollte, sondern den Privatakteur genauso wie auch den Geräte-Serviceanbieter und so weiter. Also da gilt es, da ist niemand von ausgenommen. Und hier geht es einfach darum, entsprechende Sicherheitsstandards müssen tatsächlich eben eingeführt werden und Maßnahmen da im Umgang mit entsprechenden Sicherheitslücken müssen definiert werden. Der dritte Themenkomplex ist das Thema der technischen Resilienz. Ich hatte es auch schon skizziert vorhin. Also diese technische Resilienz muss gestärkt werden, die jetzt natürlich also sowohl die Netzbetreiber als auch die Netznutzer betrifft. Der eine Punkt ist, um überhaupt hier technisch resilient werden zu können, muss die Digitalisierung der Stromnetze stark vorangetrieben werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, dezentrale Strukturen müssen sehr viel intensiver betrachtet werden, weil diese eben auch einen wesentlichen Nukleus darstellen können, um eben im Falle eines Systemausfalls sozusagen von der dezentralen her wieder ein System aufzubauen, beziehungsweise lokale, funktionsfähige Netzinseln beispielsweise eben wieder hochzufahren, die dann auch lokal eben dafür sorgen, dass Ausfälle überbrückt werden können. Der vierte Aspekt ist tatsächlich diese IKT-Integration kleiner Anlagen. Diese sollte netzdienlich gestaltet werden. Hier sind insbesondere eben die Privatakteure betroffen. Es gibt ja viele Anlagen, die eben über Smart Meter Gateway angeschlossen werden, beziehungsweise angeschlossen werden können und sollen. Aber es gibt genauso gut sehr viele Geräte und Anlagen, die einfach dran vorbeilaufen und trotzdem am Stromnetz angeschlossen sind. Und insofern haben wir diese beiden Themenfelder und beide müssen, mit beiden muss man umgehen können. Das heißt, dieses problematische simultane Verhalten, was hier eben dann möglicherweise solche gravierenden Auswirkungen haben kann, muss eben durch Mindeststandards vermieden werden. Hier sind
Insbesondere das Thema Patchfähigkeit wird hier ins Feld geführt. Das heißt, dass man eben Geräte entsprechend nachrüsten können muss, sodass sie eben, wenn mal was aufgetreten ist, dann auch nachträglich sozusagen in einen gutartigen Modus überführt werden können. Ja, und diese dezentralen Anlagen können natürlich, wenn sie eben überhaupt angesteuert werden können, dann eben auch zur Systemstabilisierung beitragen. Aber da ist nämlich ist natürlich die Voraussetzung, dass eben eine Ansteuerbarkeit auch überhaupt möglich ist. Dann gibt es eine weitere wesentliche Empfehlung, dass die Privatakteure sensibilisiert werden und eben letztlich auch bei der Gestaltung und Umsetzung von Resilienz auch mitwirken können. Hier wird empfohlen, dass man eben entsprechendes Stakeholder-Gremien mit Privatakteuren aufbaut, um das Bewusstsein eben dort zu schärfen, welche positiven und auch negativen Auswirkungen eben das eigene Handeln auf die Systemstabilität haben kann. Eine weitere Empfehlung ist dann, dass Anreize für Netzbetreiber gegeben werden, um eben selber in Resilienzmaßnahmen zu investieren. Hier wird die Empfehlung gegeben, dass eine Resilienzkomponente in die Anreizregulierung integriert werden sollte, damit eben tatsächlich hier diese Investitionen auch stattfinden können. Darüber hinaus wäre eine Überlegung, dass auch Netzentgelte und Anschlussgebühren in Hinblick auf Resilienz gestaltet werden, damit eben die Investoren, die neue Anlagen aufbauen, letztlich auch einen Anreiz haben, hier eine passende Standortwahl zu wählen, um letztlich auch stabilisierend an einer Stelle eben ihre Anlage zu integrieren, aufzubauen, die eben passend ist und auch ihre Betriebsweise entsprechend netzstabilitätsfördernd einzusetzen. Der letzte Punkt ist eben nochmal die Empfehlung, dass dieses, was hier sozusagen über diese Studie und auch über, sicher ist ja nicht die einzige Studie, über viele weitere Studien ja angeregt wurde, nämlich hier letztlich diese überhaupt solche Betrachtungen zu machen, die sicherlich, wenn man sich in 5 Jahren damit auseinandersetzt, wieder ganz neue Erkenntnisse geben werden, dass man das institutionalisiert und hier einen entsprechenden Rahmen schafft, in dem dort regelmäßig drüber ja, gesprochen wird und in einem Begleitprozess eben geschaut wird, wie man diese Resilienzstrategie immer weiter treiben kann, um dann eben auch ganzheitlich für unsere kritischen Infrastrukturen hier entsprechende Regelwerke aufzustellen. Ja, abschließen möchte ich einfach mit einem Fazit, einer Zusammenfassung der Aspekte. Ja, die Veränderungen und Unsicherheiten, die wir sehen, ja, verlangen nach Ansicht eben von ESIS politisches Handeln, um Blackouts auch in Zukunft zu vermeiden. Wir haben gesehen, dass doch eine ganze Reihe von Trends und Risiken nicht unmittelbar aus der Energiewirtschaft stammen und deswegen nicht direkt auf dem Schirm sind, sicherlich, wenn man sich nur mit Energie befasst. Das heißt, das ist ein Punkt, hier muss man übergreifend denken und interdisziplinär. Wir müssen eben nicht nur Risikobewertungen durchführen, sondern auch Resilienzbewertungen. Dann ist die Behauptung, dass ohne massive Digitalisierung weder Resilienz noch Effizienz zu erreichen sind. Das heißt also, die Digitalisierung wegzulassen, ist einerseits sowieso gar nicht möglich, weil sie einfach stattfindet. Auf der anderen Seite, wenn man sie verhindern wollte, wäre es auch schädlich. Also der Nutzen überwiegt sozusagen das Risiko. Und insbesondere müssen in dem Rahmen letztlich eben auch neue Akteure in den Blick rücken, die ja auch außerhalb der Energieversorgung sitzen. Ja, vielen Dank. Ich möchte hiermit schließen und nochmal kurz auf den Christoph Meyer hinweisen und auch die Koordinierungsstelle von ESIS, an der auch weitere Informationen eben hierzu nochmal die entsprechenden Materialien runtergeladen werden können. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Till, ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und die Untersuchung. Ich glaube, das ist wirklich eine Steilvorlage, um mal den Werkstattbericht von dem Thomas Ontrup dann auch zu sehen, was gespiegelt jetzt, ich sag mal, in der Realität aktuell stattfindet und ob da viele Aspekte, die insbesondere ja auch am Ende deines Vortrags als Forderung in den Raum gestellt wurden, inwieweit die auch resonieren. Gibt es direkt aus der Zuhörerschaft Fragen? Ich sehe nämlich hier im Moment keine unmittelbar in Bezug auf die Forderung oder den Vortrag von dir, Till. Finde, wenn das in Ordnung ist, auch, dass wir direkt vielleicht anschließen sollten mit dem Thomas Ontrup, weil ich glaube, dann haben wir das Gesamtpaket und da ergeben sich jetzt unmittelbar schon die ersten Fragen, zumindest bei mir. In der Wechselwirkung eurer Studie, dem, was ihr an Untersuchungen gemacht habt, denn ihr habt ja nicht nur einen Netzbetreiber euch angeschaut und eine kritische Infrastruktur, sondern ihr habt ja versucht, möglichst viel abzudecken. Und von daher, zumindest aus meiner Sicht, ist es klar, dass eine große Spannbreite auch in der Resilienzfähigkeit der bestehenden Infrastruktur gegeben ist, weil auch die Netzbetreiber eben unterschiedlich aufgestellt sind. Nicht zuletzt durch, ja, auch vielleicht auch ihre Größe, was die Infrastruktur anbetrifft. Also wäre in Ordnung, Thomas, gebe ich dir gerne das Wort und teile bitte deinen Schirm für Ja, den ich Blick versuche das mal. Das in wieder. ins wahre Leben der Infrastruktur sozusagen. So. Ja, funktioniert. Weil das Problem ist, man sieht, also sieht man jetzt ein Vollbild oder ist das. Das ist wie beim Till Luhmann auch PowerPoint, aber du hast es die Folie recht groß gemacht. Zumindest aus meiner Sicht klappt das sehr gut. Hätte aber lieber eine Präsentation, aber ich kann das trotzdem machen. Okay. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich hole mir das erstmal auf den richtigen Bildschirm hier. Ich glaube, Thomas, da musst du noch mal neu teilen, weil jetzt sind wir im Prinzip die gesammelten Werke der Vorträge. Ach so, dann weiß ich jetzt, was der. Dann hat er das auf den Bildschirm, auf diesen Bildschirm hat er das, dann das drauf. Dann darf man Jetzt nicht ist es irritiert da. sein. Es ist da ist jetzt der Bildschirm und da muss ich eigentlich für die Kamera reingucken. Resilienz und Vertrauensnetzen. Also ich kann eigentlich vom Till Luhrmann eigentlich nur angrenzen. Ich kann so einige Praxisbeispiele nennen und mal gucken. Wo kommen wir eigentlich her? Eine ganz kurze Folie, die ich mal kurz hier darstellen darf, ist Westnetz hat 1300 Umspannanlagen. Wir haben 170 Kuppelumspanner zu unserem vorgelagerten Netzwerkbetreiber. Wir haben 10.000 EEG-Anschlussanlagen in Hoch- und Mittelspannung, also das heißt so ungefähr 12 kW. Die Niederspannung haben wir nicht mitgezählt. Wir haben 104 nachgeladene VDW. Mit ungefähr 11 Millionen Kunden, die noch dabei sind, und 5 Millionen Niederspannungskunden haben wir in der Direktversorgung. Damit man so ungefähr weiß, worüber spricht man, wie viele Schnittstellen gibt es eigentlich im wahren Leben, weil wir gehen immer von einer integrierten Welt aus. Und ich sage mal, heute macht uns die größten Schwierigkeiten 104 nachgeladene VNB mit nicht standardisierten Schnittstellen, super viele EEG-Anlagen, wo das einigermaßen standardisiert ist, aber man muss immer hoffen, dass der Kunde heute die Leiste richtig füllt, damit dann die bei uns die Informationen ankommen. Das ist eigentlich so unser Leben. Und ich habe mal so ein bisschen Ist-Zustand gesagt. Ich habe mal das Netz hier links dargestellt und man sieht eigentlich, es ist heute immer noch so, die größte Energie kommt quasi aus dem 380 kV-Netz. Wir haben Offshore-Gebiete und wir haben viele 100 kV-Kraftwerke. Und dann habe ich das gestrichelt mal dargestellt. Das sind die erneuerbaren Energien, die hier rein sind.
Wofür ich das darstelle, ist eigentlich hier oben, wir haben bis jetzt hier öffentliche, eigene Datennetze. Zum Teil haben wir einige E-Gerne über öffentliche, aber der komplette untere Bereich ist heute eigentlich über öffentliche Datennetze, Mobilfunknetze, Satellitennetze angebunden. Das heißt, ich bin hier noch von einem anderen Provider abhängig, um Betrieb machen zu können. Auch das komplette, sag ich mal, Sprachnetz ist, sage ich mal, zur Koordination der Betriebsleute, geht über öffentliches Sprachnetz heute. Und wenn wir gucken, wie das heute eigentlich funktioniert ist, das Ganze, wir haben hier, der Handel hat wenige Telefonleitungen, Signalübertragung zu den großen Kraftwerken. Ich habe das mal Frequenzstelle genannt, da wollte ich den UNB machen, aber dass wir sagen, der koordiniert halt ein paar große abschaltbare Lasten, die er unter Vertrag hat, und er kann die Kraftwerke anfordern. Und die Netzteilen sind überwiegend eigentlich für die Lastflusssteuerung, für die Instandhaltung, Wartung hier, sage ich mal, in der Hoch- und Mittelspannung zuständig. Wobei eine Mittelspannungssteuerung über Telefon, muss man sagen, da verweisen wir zum Großteil noch die Schalthandlung an, um eine Lastflusssteuerung oder Spannungsstabilisierung zu hinzukommen. Bei der Kunden, die wir beliefern, die haben ein prognostiziertes Verhalten, wo man sagen muss, wenn wir sagen, immer mit diesen, ja, es gibt Anreize und dann haben wir so eine Schwarmintelligenz, ja gut. Wir müssen gucken, es sind Haushalt, Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie. Das meiste ist Industrie, und Industrie würde so auf Sonderangebote nicht so stark reagieren. Es ist der Haushalt, wo wir mal drauf gucken, und der macht eigentlich ein Viertel unseres quasi unserer Energiedurchsatzes aus. Was wir haben, ist allerdings für die Frequenzstelle die Primärregelung, die heute eigentlich auch unsere Resilienz des Systems mit ist, die sitzt in den Kraftwerken drin. Die ist fest verdrahtet. Ich habe da gleich noch ein Bildchen für. Und die Sekundärtechnik, das sind eigentlich, ist vernetzt über Messstellen. Erst die Tertiäre, sage ich mal, das ist Abruf über einen Anruf oder dass man das hat. Das kommt heute so schön aus, ja, haben wir dann soweit, eigentlich aus unserer Synchromaschine. Ich habe das ganze Netz mal auf einen Strich hier zusammen gedampft, habe gesagt, alle Generatoren auf der einen Seite und der Verbraucher auf der anderen Seite. Und dann sieht man relativ einfach, die heutige, sag ich mal, Stabilität unserer Netze kommt aus dem Turbosatz und der Turbine, die die Schwungmasse für Europa, habe ich das mal hier dargestellt, das ist Deutschland, dass wir eine riesen Schwungmasse haben, die Ausfälle von Energieungleichgewichte sofort kompensieren, weil die Schwungmasse wird ausgespeichert und die überschüssige Energie eingespeichert. Dann habe ich hier mal in zwei so ein angedrosseltes Ventil, das könnte man wird auf 95% gezogen. Und wenn man merkt, dass die Frequenz ist, dann wird das aufgezogen. Damit haben wir jedes Kraftwerk macht das automatisch. Ich mache dieses eigentlich so gerne, weil wir müssen auch nachher vielleicht über Dezentralisierung nachdenken. Da müssen die Dezentralen quasi genauso reagieren in einer Vielzahl. Wenn man wieder die Frequenz hochführen muss, dann wird ein Kraftwerk angerufen, und zwar das, wo in der Regelzone der Verursacher ist, und dann müssen wir eine Schuppe Kohlen drauflegen und dann gibt es halt mehr Energie und dann führen wir die Frequenz zurück. So. Wenn wir mal schwarz sind, haben wir uns auch schon mal vorbereitet bei Westnetz. Und das ist etwas, bevor ich nachher drauf komme, wir sprechen immer von Resilienz. Wir haben ein eigenes Prozessnetz, ein schwarzfallfestes Prozessnetz, durch unser Netz, unser eigenes Netz gezogen. Das nennen wir TK-Krisennetz, was größer 12 Stunden für Sprache- und BK-Dienste, also Bürokommunikationsdienste, für uns zur Verfügung stellt. Wir haben dann keine Fernsteuerung mehr. Die wird nach circa bis 12 Stunden ausreichen. Aber wir haben, das sagen wir immer, wenn wir es nicht mehr fernsteuern können, brauche ich einen Mensch, der da vielleicht noch was bewegen kann. Das ist etwas, was wir eigentlich hier durch Westnetz gezogen haben, sodass wir auch, sage ich mal, in einem Schwarzfall handlungsfähig bleiben, weil wir merken immer mehr, dass die Telekommunikation immer systemrelevanter wird
und dass wir einige rudimentäre Funktionen nicht aufgeben dürfen. Wir haben auch die ganzen, sag ich mal, die Funktionen gemäß der 4141 haben wir erweitert. Und was wir auch gemacht haben, wir haben Schaltanschlagenschutz, unsere Umspannanlagen. Wir hatten dann Szenarien gemacht, was ist, wenn so eine Anlage mal im Winter 12 Stunden schwarz ist und nicht mehr, sag ich mal, am Netz ist, dann wird der Eigenbedarf, sag ich mal, die Batterie wird auf Null gefahren. Das heißt, wenn irgendwann wieder Strom kommt, ist die Batterie Null. Und dann haben wir gesagt, dann funktioniert auch kein Schutz mehr. Der Schutz funktioniert über die Batterie. Also haben wir jetzt in den Anlagen, bauen wir Eigenschutz an, dass die eine Tiefenentladung Schutz, falls wir wiederkommen, dass wir dann automatisiert auch wieder mit Schutz das Netz anfahren können. Das sind solche Beispiele, wo man auch denkt, geh mal vom Schlimmsten aus und wie kriege ich das Netz wieder hoch und was muss das dezentrale Intelligenz muss vor Ort sein, weil ich werde es nicht zentral steuern können. Thomas, eine Frage kam im Chat. Ja. Auf welche IKT-Plattform können die vielen Energieversorger aufbauen? Ich interpretiere mal aus meiner Sicht die Frage, gibt es überhaupt eine gemeinschaftliche IKT-Plattform, wo alle Energieversorger drauf sind? Nein, das haben wir nicht. Wir haben ein eigenes Telekommunikationsnetz, ein eigenes Fernsehquellennetz noch. Wir sind dabei und deswegen, da war ich immer zwiegespalten mit dem 450 Megahertz. Es ist teuer, aber das ist die erste IKT-Plattform quasi im Kleinen, wo man drauf aufsetzen könnte, insbesondere auch auf Schwarzfallfestigkeit, wo man sagt, wir kriegen darüber ein Netz, was eine Schwarzfallfestigkeit garantieren würde. Ja, auch der Kommentar mit Google, Microsoft, europäische Lösung. Nee, das gibt es nicht. Ja, da kommen wir auch nochmal zu. Aber wie verändert sich das eigentlich? Die Offshore wird immer größer oben. Wir werden irgendwann 70 Gigawatt wird man in den Offshore-Bereich erreichen. Die Kraftwerke, jetzt insbesondere, wenn man jetzt 2030 geht, wird das dramatisch zusammengehen. Und die 100 kV werden noch ein paar Onshore-Anlagen in 100 kV wird sich auch noch vergrößern. Aber wenn ich so gucke, diese 100 kV-Anlagen stehen ja, sagen wir immer JWD auf Berg, da haben wir eigentlich immer ein öffentliches Netz. Das heißt, der Einfluss auch in die Mittelspannung des öffentlichen Netzes, der Stabilität des öffentlichen Netzes, wie kann ich meine Einspeiseleistung steuern? Die ist komplett, sag ich mal, in öffentliche Netze. Es wird nicht mehr von den eigenen Netzen abhängig zurzeit. Und das ist etwas, wo wir gucken, wo ich das hier unten schreibe, die IKT-Zuverlässigkeit beeinflusst den Stromfluss und kann systemrelevant sein. Ich gehe da mal so einfach drauf ein. Wir hatten einmal einen Mobilfunkbetreiber, da funktionierte der Abrechnungsserver nicht. Da konnte ganz Deutschland nicht mehr funktionieren. Zufällig hatten wir den für unseren schraffierten Bereich auch eingesetzt. Da kam ich auf alle meine Anlagen gar nicht mehr drauf. Das heißt, wir müssen auch dann gucken, wie sind Single-Fehler, wie wirken die sich auf, sage ich mal, auf ein Netz aus und kann ich dieses so dulden? Inzwischen haben wir, ja, es gibt da so schöne Double-Twin-Karten, zwei Mobilnetzbetreiber an den ganz großen Anlagen, damit wir dann halt über den zweiten Weg an denen rankommen. Aber es sind zusätzliche Kosten. Aber man muss halt nicht gucken. Wir müssen sehen, wie wir hier reinkommen. Und das hatten wir eben gesagt. Die Rechenfähigkeit wollen wir herstellen. Das ist das gleiche Bild, habe ich ein bisschen anders dargestellt. Strategisch werden wir dazu kommen, dass wir die Mittelspannungsnetze und die, auch die Niederspannungsnetze sehr viel stärker an ihre Belastungsgrenzen anfangen. Die heute aus der, sag ich mal, VDE-Lastprofil implizierten, sag ich mal, Überdimensionierungen. Die dimensionieren wir weg, indem wir diese Netze jetzt rechenfähiger machen. Das heißt, wir gehen sehr viel stärker an den Rand. Durch Rechenfähigkeit werden wir die sehr viel stärker auslasten. Das heißt, ich muss eine starke Erweiterung der Beobachtbarkeit dieser Netze eigentlich auch veranlassen. Ich automatisiere das Ganze. Da habe ich gleich mal auch so von Netzbetrieb 4.0 ein Beispiel da mitgebracht für die Niederspannung. Und wir müssen ankoppeln, die Niederspannung und die Mittelspannung und dessen Automaten. Ich muss über Führungsgrößen nachdenken.
Wir sind ja oft geneigt, nur weil ich alles, jedes Bit auflegen kann, meine ich, könnte ich ein System beherrschen. Ich sage eigentlich andersrum, ich muss zu einem Systemobservator werden und Führungsgrößen unten zu den Automaten schicken, damit das System weiter funktioniert und nicht mehr jedes einzelne Bit selbst steuern wollen. Und da kommen wir dazu, wir kriegen immer mehr eine Entkopplung des Schaltbetriebes, das heißt, wenn unten in der Niederspannung oder Mittelspannung geschaltet wird, von einer Lastflusssteuerungssicht. Wir hatten diese Lastflusssteuerungssicht schon in der Rundsteuerung so ein bisschen, da haben wir ja schon vorher immer vorher planerisch geguckt, wann kann ich welche Nachtspeicher einschalten. Das wird jetzt auch mit der zunehmenden E-Mobility und EEG-Einspeisung auch bei uns kommen. Wie können wir die Netze möglichst optimal ausnutzen und jeder Kunde kann seinen Strom abführen oder beziehen, wie er möchte. Wo ist meine Maus? Da. Das geht nicht ganz so weit. Das klingt immer gerne. Da. Warten. Und dann habe ich mal mitgebracht, was haben wir eigentlich von Westnetz mal versucht. Und zwar haben wir versucht, wie können wir ein Niederspannungsnetz autonom gestalten. Wie können wir das autonom gestalten? Da muss man sagen, da haben wir das, was wir eben sagen, die Googles oder die Webs genutzt, um die Informationen auszutauschen, weil das andere, sagen wir mal, dediziertes Verteilnetz, also Informationsnetz nicht bezahlbar war. Und dort soll eigentlich automatisiert die Spannungshaltung, wir wollen die Zähler werden angebunden, man bekommt Messwerte, wir gucken, eine Ladesteuerung haben wir uns vorgestellt, wie können wir automatisiert dieses Mittelspannungsnetz sich führen lassen und dann über diese Ortsstation entsprechend, sage ich mal, über ein paar Kenngrößen, und das ist für mich immer der Betriebspunkt, welche Leistungsfähigkeit an steuerbaren Flexibilitäten sitzt darunter. Ich brauche nicht jede Flexibilität einzeln kennen, ich muss nur wissen, die Summe der Flexibilitäten, was kann er an Blindleistung oder auch Wirkleistung noch, sag ich mal, einschalten oder abschalten. Das muss ich eigentlich nach oben transportiert kriegen, sodass man diesen Automaten da unten eigentlich vollkommen automatisch sich hat laufen lassen kann, aber trotzdem von oben über eine Systemsicht dieses Steuern vermag. Und welche Schwierigkeiten haben wir? Und das komme ich genau, was Herr Ruhrmann schon gesagt hat. Wenn ich mal so gucke, ist das ja nicht gegeben. Wir haben einmal die marktorientierte Steuerung. Das ist genau, was er sagte. Es gibt, sag ich mal, ein Sonderangebot für Lasten und die können alle einspeisen. Oder die Einspeiser haben bestimmte Regelenergien, die sie vielleicht sich einspeisen oder abschalten, sodass hier die Aggregatoren auch stark auf den Kunden und sein Verhalten, sein statistisches Verhalten, wir verschieben eigentlich Gleichzeitigkeiten. Durch der Markt verschiebt Gleichzeitigkeiten. Das ist eigentlich die Kernaussage. Was wir eben auch schon hatten, es kann ein Fehler in der Fernwartung dazu führen, dass wir hier große, sag ich mal, Verschiebungen kriegen. Die Steuerung der Verteilnetze mit dem öffentlichen TK-Netz, habe ich gesagt, hat seine Tücken. Es gibt manchmal Ausfälle und wenn mein Strom ausfällt, der Sender nicht gepuffert war, dann ist die Steuerung hier unten auch weg. Das ist mein Problem. Ich muss aber auch auf das Systemverhalten, Dynamik und Eigenverhalten dieser Anlagen, muss ich darauf hinwirken. Da sind wir mit den technischen Anschlussbedingungen sehr stark dabei, wie stark, sag ich mal, so eine Windkraftanlage, die kann innerhalb von 5 Minuten geht die auf Vollkraft, dass man sagt, wir müssen bestimmte Statiken einhalten, damit auch ein System darauf reagieren kann. Weil Digitalisierung und auch Frequenzumrichter haben unangenehme Einstellungen, sie sind höchst dynamisch, sie sind sofort da und das System kann aber dieser Dynamik gar nicht folgen. Und deswegen müssen wir auch einen dynamischen Ansatz, einen Systemansatz haben, was die Anlagen in sich haben müssen, sodass das System auch, sage ich mal, einen Sprung oder was ein Ausfall folgen kann. Und wir haben keine IKT im Blackout. Aber wir denken auch darüber nach, wir müssen eigentlich Quartierslösungen haben, die, sag ich mal, dezentral funktionieren.
Das sagt, es muss, das hatte Dr. Rethan zuletzt so schön gesagt, am letzten Freitag, ja, mit 5G kann ja der Mast auch so eine Niederspannungszelle oder eine Mittelspannungszelle komplett selbst aufsteuern. Und dann kam mir wieder in Sinn, ja, aber dieser Mast wird heute völlig zentralistisch geführt. Es wird nicht zugelassen, dass der dezentral sich organisiert. Es wird zentral nämlich von den Mobilfunkbetreibern geführt, wird abgerechnet, geht es nicht. Und da muss man noch eine andere Methodik dafür finden, wie kann man Kommunikation dezentral ermöglichen. Okay, und Schwarzland verlangt auch neue Gedankenstrukturen für den Netzwiederaufbau. Ich nehme Sie jetzt einfach mal mit auf zwei Dinge. In der Vergangenheit hatten wir hier oben immer Stationen, wo Generatoren einschmeißten, und wir haben das restliche Netz, auch die Lasten, so ganze Städte, über Zuschaltung von Leitung plus diese Station in Betrieb genommen. Das ging immer relativ einfach. Das heißt, ich brauchte wenige große Stationen, um, sage ich mal, ein schwarzfallendes Netz über diese Stiche wieder in Betrieb nehmen zu können, auch nach langer Zeit, weil ich konnte hier ja rüber einspeisen. In der heutigen Netzwiederaufbaustrategie wird es sein, muss ich diese Lasten hier hinten schalten können. Das heißt, ich muss meinen Steuerbereich auch in einem Schwarzfall sehr viel weiter ausdehnen. Das heißt, und da sind wir sehr intensiv jetzt auch mit meinem Übertragungsnetzbetreiber des Frauenlandes, Amprion. Wie können wir hier steuern, ich habe das mal gesagt, über ein eigenes IKT-Netz, wie kommen wir an diese Lasten und auch diese EEG? Was wir auch machen, zusammen mit Amtron, ist, wir haben mit der TU Kaiserslautern ein Expertensystem zurzeit, wie kommt denn, wenn ich was steuere, von der Prognose her, welche Einspeisungen und Lasten habe ich überhaupt zu erwarten an diesen Stellen, die ich dann zuschalte, wie entwickeln sich diese Einspeisungen und Lasten und wie kriege ich dann neben dieser Steuerung ein Netzwiederaufbau hin? Und letztens hat Ampere auch so schön gesagt, ja, wenn wir ganz weit in die Zukunft denken, bin ich nur noch der Vernetzer der DSOs, der Verteilnetzbetreiber, um vielleicht Überschussgebiete mit Mangelgebieten zu verbinden. Weil die großen Kraftwerke, das wird halt sehr schwierig, die noch in Betrieb zu kriegen. Und sie sind ja dann auch von ihrer Schwungmasse und wie wir das gedacht haben, auch weg. Das heißt, wir haben uns jetzt ein DSO-Tool und ein DSU-Tool, zwei Expertensysteme, die wir miteinander vernetzen wollen, um dann eine dynamische Ableitung zu bekommen, welche Strecke muss ich wann einschalten, um den Netzwiederaufbau hinzuwerfen. Da sind wir gerade noch in der Forschung. Und wir sind da sehr aktuell dabei, wie kann ich dann Ableitung von Eingriffen auf Einspeisern und auf Lasten bringen. Und da ist das alles Entscheidende in einem schwarzfallfreien Netz, wie komme ich denn zu diesen Leuten eigentlich oder zu diesen Verbrauchern, steuerbaren Aktoren hin. Das ist aber das Zweite. Wenn ich da mal zusammenfassen darf. Also die Beobachtbarkeit und die Rechenbarkeit der Rechte ist eine Grundlage der Systemzuverlässigkeit. Ich muss wissen, was ich da steuere. Die Netze, man hatte eben gesagt, dass die Resilienz und Effizienz, nein, wir werden getrieben von der Effizienz und die Resilienz muss ich dann dahinter gucken. Also die Digitalisierung ist dafür da, dass wir Effizienz heben. Wir heben Effizienzen in den Netzen, wir nutzen Dinge aus, wo man sagte, wir haben stille Reserven drin. Wenn ich gucke, die großen Nord-Süd-Transporte Übertragungsnetzbetreiber, die waren früher nicht so. Man hatte eigentlich ein N-1-Netz. Man hatte stille Reserven drin, die heute aufgebraucht sind. Das heißt, über die Rechenbarkeit gucke ich einfach, dass ich dort, sag ich mal, höhere Auslastung kriege und die Systeme stärker an ihren Grenzen fahren. Ich komme zu einer Lastflusssteuerung der einzelnen Netze und das wird zum Teil automatisiert sein. Und die Intelligenz und Systemverhalten muss in den Produkten, in Anlagen mit reinstecken. Das müssen wir eigentlich noch weiterentwickeln. Wie eine Statik beim Wiederanfahren, verhaltene Anlagen bei TK-Ausfall,
Das heißt, wenn der merkt, ich kann ein, ich sag mal, meine zentrale Steuerstelle kann ich nicht mehr enthalten, dass man dann so auf einen Default fällt, nicht dass er schwarz wird, sondern auf einen Default-Wert fällt, wo er dann automatisch, sage ich mal, das Netz in einen sicheren Zustand bringt. Wo man dann sagt, ja, es ist jetzt nicht mehr alles möglich, aber wir halten die allgemeine Versorgung aufrecht. Weil das ist immer noch aus Stromnetzbetreibersicht, sage ich mal, das Unerlässliche. Und das haben wir auch gesehen, wenn wir jetzt die Flutkatastrophen sehen. Wir müssen Strom hinkommen, um, sage ich mal, keine Anarchie walten zu lassen. Strom bedeutet Licht, Wärme und auch Sicherheit für die Bevölkerung. Das ist etwas, was wir immer gucken. Und es ist inzwischen genau auch die Kommunikation, bedeutet das Gleiche dafür. Wir müssen beide Dinge, beide Dienstleistungen eigentlich zwangsläufig halten, um eine öffentliche Ordnung auch da, darlegen zu können. Und was wir hatten, Eigenschutz bei Schwarzfall. Die Anlagen müssen dann so ausgelegt sein, dass sie auch selbst wieder, sag ich mal, anfahren können. Das heißt, die Zuverlässigkeit des elektrischen Energienetzes, das müssen wir garantieren durch TK wie auch den Strom. Und die Konsequenz für ein resilientes Netz ist, ich muss eigentlich viel mehr dazu kommen, eine Gesamtbetrachtung, TK-Infrastruktur und Energienetz. Ich kann nicht mehr das eine oder das andere. Wenn das Energienetz ausfällt, habe ich kein TK. Wenn TK ausfällt, kann ich kein Lastschutzsteuern mehr in Energienetz. Das heißt, wir wachsen dahin, was wir eben sagen. Und deswegen haben wir das auch bei Westnetz inzwischen, wenn unsere internen Nachrichtenkollegen Leitungen abschalten, melden die das zurzeit bei uns in den Energienetzwarten an, um Einschränkungen dort auch bekannt zu machen, was ist noch möglich, damit ich eigentlich bei Ausfall oder das Risiko abschätzen kann, was ist, wenn der letzte TK-Streich dann ausfällt, was passiert dann mit meinem Netz, muss ich das vielleicht vorher anders stellen. Die Intelligenz und das Systemverhalten muss in den Produkten, habe ich, das hatte ich eben schon gesagt, und in den Lasten sitzen. Das System muss vorhersehbar sein. Das TK muss uns auch Teilnetzbetriebe ermöglichen. Das heißt, Autarkie muss sich erhöhen. Die müssen selbst denken zum Teil. Das ist wie in jeder guten Firma. Das muss nicht alles nur vom Chef da oben kommen. Wenn der Mitarbeiter unten richtig denkt und die Leitplanken kennt, dann fährt die Firma auch nie, sage ich mal, nie ganz falsch. Man kann sich mal immer irren, ein Mitarbeiter. Aber die ganze Firma fährt eigentlich richtig, wenn man Leitplanken hat und jeder mitdenkt. Und so ist das eigentlich auch in der Energie der Welt. Wir müssen so mitdenken, dass zwar oben, sag ich mal, eine Systemführung denkt, aber unten immer das Richtige gemacht wird. ISMS wurde schon gerade sehr schön angesprochen. Das ist etwas, was uns sehr stark beschäftigt. Und da sehen wir auch für uns aus, dass wir so wie ein Zwiebelschalenprinzip das eventuell entwickeln müssen und wir auch mal gewichten müssen, welche Netze können auch ruhig öffentlich, weil das Risiko dort, sage ich mal, gering ist und welche sind eigentlich vielleicht in ein geschlossenes TK-Netz zu halten. Ja, für Blackout, das ist das größte Problem, müssen wir eigentlich ein schwarzfallfestes TK-Netz zur Verfügung stehen haben, sonst werden wir nicht hochkommen. Und da ist es nochmal, sind wir auch mit der Telekom, die ein Backbone, die haben einen schwarzfallfesten Backbone, die lassen da nur zurzeit keinen rein, da müssen wir mal gucken, wie man da Kooperationen schließt oder mit 450 MHz. Der Verbrauch der stillen Reserven im Netz verbraucht auch Resilienz, sage ich. Und dann sage ich aber andersrum, IKT muss dieses ausgleichen. Das kann man ja durch Intelligenz dann wieder ausgleichen. Wir fahren das System stärker an den Rand ran, das Stromnetz, aber IKT ermöglicht mir zu denken und das eventuell auch auszugleichen. Dass ich auch durch vorsorgliche Steuerbefehle dort besser komme. Und Betrachtung bei der Sichtweise, da bin ich auch, wir brauchen Einzelsichten. Aber ich sage auch, das habe ich heute, sage ich mal, wenn ich mal von der Primärregelreserve, wie wir die einsetzen, bei bestimmten Wettersituationen und bestimmten Dingen, ich brauche immer das Gleiche. Ich weiß eigentlich aus den Großwetterlagen oder wenn ich das System beobachte, wie das System eigentlich was braucht. Und das muss immer zu den Einzelsichten. Da müssen wir eigentlich so zwei Sichten aufbauen. Eine Individualsicht. Ich mache alle Fahrpläne, das machen wir jetzt in Redispatch 2.0. Alle Fahrpläne werden aufsummiert und wir gucken, das wird dann die, sag ich mal, der Bedarf an Regelenergie sein und das haben wir abgeregelt.
Aber ich kann aus der Wettersicht eigentlich über Statistik eine zweite Sicht auf das Gesamtsystem haben. Und das müsste man eigentlich sehen, dass man das immer wieder korreliert. Wenn zu weit auseinander ist, dann ist ein System hat nämlich dann versagt. Und damit könnte ich auch eventuell Hackerangriffen oder irgendwelche anderen Komplettierungen dort, sage ich mal, entgegenwirken. Weil in jeder großen Störung machen wir das auch immer. Einzelsicht zu Gesamtsicht. Passen die gemeldeten Versorgungsausfälle zu einer Gesamtsicht? Passt das zusammen? Wie kriegen wir Netzwiederaufbau wieder hin? Das sind die Dinge, die, sage ich mal, immer wieder zusammengebracht werden. Das war auch der letzte Satz, den ich hatte. Und ja, würde gerne, bin gespannt auf die Reaktion. Guck mal, was da passiert. Vielen Dank, lieber Thomas, für den spannenden Vortrag, der aus meiner Sicht wirklich, wirklich sehr gut passend war zu dem, was Till uns vorgestellt hat mit der Studie. Also Reaktionen gab es im Chat. Ich will es mal mit meinen eigenen Worten sagen. Und Till, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde für Fragen, Antworten, Diskussion, die sollten wir regelmäßig nutzen. Das, was mich so mit Sorge, ja, was mich in Sorge versetzt, ist, ja, Westnetz als im Prinzip der größte Verteilnetzbetreiber hat da vieles schon erkannt, arbeitet an vielen Dingen. Jetzt haben wir aber eine Welt in Deutschland mit sehr vielen Verteilnetzbetreibern bis runter auf kommunale Verteilnetzbetreiberebene. Ich mutmaße mal, die sind alle nicht auf dem Stand. Und die Frage, die sich mir dann stellt, und ich glaube, das entnehme ich auch den Kommentaren aus dem Chat, wenn jetzt eine Westnetz da viel schon gemacht hat, ist das ja sehr gut für das Westnetzgebiet, aber wie kriegen wir das denn transportiert, dass es nachher für das gesamte Energiesystem auch funktionieren kann? Gibt es da Meinungen zu? Also was, oder ich spreche dich mal konkret an, Thomas. Was macht ihr, du hast ja gesagt, wir haben über 100 Verteilnetzbetreiber unterlagert. Die musst du doch alle abholen. Wie macht ihr das? Ja, da kehrt man wie immer die Treppe von oben. Wir haben Schwarzwaldstreppe, TK-Infrastruktur aufgebaut zu allen Verteilnetzbetreibern, die über 100.000 Einwohner haben. Dann ist das wieder, sag ich mal, 20 Stück. Das kann man dann nochmal gucken. Wir sind da hoch vernetzt. Wir gucken, dass wir da also das Entscheidende ist immer Informationsaustausch. Sicherer unter Informationsaustausch. Und es ist heute nicht mehr so, und das ist auch ein Zeichen der Vernetzung. Früher war ja immer mein Leitsystem, meine Information. Wir vernetzen auch Informationen. Wir geben das rüber, was der andere braucht. Es ist nicht mehr so, dass man einen Closed Shop macht. Wir gucken, dass wir da möglichst transparent auch werden in diesen Dingen. Das ist eigentlich das, was wir zurzeit eigentlich anstreben. Und wir wollen dann auch gucken, wir haben gleich mal sämtliche Daten von den Verteilnetzbetreibern auch abgeholt. Aber die größte Herausforderung ist immer wieder, eine richtige Datenkonsistenz eigentlich herzustellen. Weil wir tun immer so, als wenn alles in einer Hand liegt. Das ist ja nicht. Wir haben unendliche Schnittspieler, die auch unendlich viele Daten bereitstellen. Und auch das wird auch nochmal eine Qualitätskontrolle geben müssen, damit wir überhaupt dann hier, sage ich mal, die Qualität entsprechend sicherstellen können. Was wir da rechnen, ist auch richtig. Ja, das geht auch stark in die Richtung Standards setzen, verbindlich für alle Marktteilnehmer. Was ich aber auch gelernt habe, das sagtest du auch in deinem Vortrag, und das widerspricht ja dem, was der Mats quasi als Eingangsstatement gesagt hat. Im Netz selbst, also im Energienetz, sind wir sehr stark auf das Thema Effizienz, ja, gepolt oder sehr stark dem Effizienzgedanken hinterher. Aber du sagtest auch, wir kompensieren das oder können das kompensieren durch Digitalisierung. Und das ist für mich nochmal ein Punkt, den auch du, Letilia, in der Studie
aufgeführt hast, die starke Abhängigkeit von IKT und Energie, die so in der Vergangenheit vielleicht nicht so stark ausgeprägt wird, aber es wird immer dominanter, was ja auch die Zahlen von Thomas Ontrup zeigen, dass in der Mittelniederspannung ja, ein deutlicher Zuwachs zu erwarten ist. Und da sind wir nun mal im öffentlichen Mobilfunkbereich beispielsweise. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wie man die beiden Industriesektoren sozusagen ja wirklich verbindlich auch mal zusammenbringt? Ich möchte jetzt kein Plädoyer dafür machen, dass eine Telekom ihre Meldungen dann an die Westnetzleitstelle gibt. Aber zumindest muss man sich doch mal hinsetzen können und sagen, lass uns mal Planung, es sind ja ganz neue Planungsansätze, die da folgen, auch mal ja, ganz offen, transparent auf den Tisch zu legen. Also die Diskussionen, die wir in dem, in der Arbeitsgruppe hatten, zeigen so ein bisschen, dass es ist so ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Solange nicht irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, guckt man sich das dann doch nicht so genau an und denkt, es funktioniert irgendwie. Also wir haben das natürlich diskutiert. Es ist mit Sicherheit notwendig, dass man hier sehr integriert handelt. Also eben die Telekommunikationsnetzbetreiber und eben Energiesystembetreiber müssen dort sich wirklich zusammensetzen und gemeinschaftlich schauen, wie sie eben diese Hochverfügbarkeit, die integrierte Hochverfügbarkeit sozusagen der beiden Systeme, wenn man so will, denn erzielen können. Und eben IT, sofern eben genutzt und hochverfügbar auch beigestellt, das wäre die dritte Komponente. Also hier müsste es, und das war so dieses Fazit, eben ein entsprechendes, dauerhaftes, institutionalisiertes Gremium geben, was hier tatsächlich verbindlich agiert, ne, also verbindliche Standards setzt und eben dazu führt, dass das eben auch eingehalten werden muss. Das ist ja heute nicht so organisiert, sondern wir hätten dann den FNN zum Beispiel, der macht das dann eben für die Energieversorger. Die Telcos haben ihre eigenen Verbände und organisieren das dort separat. Und das kann so nicht bleiben. Also der Punkt ist einfach nur, wann ist der Schmerz so, dass man sich dann wirklich auch zusammensetzt und das auch tut. Aber rein aus, ich meine, die Beispiele haben es ja auch gezeigt vom Thomas, dass ja genau das erforderlich ist. Ja. Ja, und Telekom nebenbei ist nur stellvertretend für alle Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Telekommunikationsinfrastrukturbetreiber. Es ist, wir sollten im System hier denken, nicht in Firmen. Genau, Es genau. ist das Aber System TK. eine spannende Frage war noch, wer setzt die Standards? Natürlich haben wir da unsere Kränzchen und Gremien. Mir hat damals, ist schon lange her, mein Professor gesagt, mach eins nicht, geh nicht in Normierung und Standardisierung. Das ist ein zäher und langwieriger Prozess. Ich glaube in der Tat, da kann man auch eine ganze Menge nachholen oder ist noch Verbesserungsbedarf. Was wir ja auch aus der Branche und den unterschiedlichen Branchen heraus machen, ist, wir engagieren uns natürlich sehr stark auch in den Verbänden, in den Arbeitsgruppen, bis hin beispielsweise auf europäische Ebene. Da gibt es auch einen Verband der IKT und Energie als Brücke verknüpft und versucht auf Brüsseler Ebene zumindest mal die unterschiedlichen Generaldirektionen, die eigentlich so nicht miteinander reden, an einen Tisch zu bringen. Das ist ein langwieriger Prozess. Von daher hilft es nichts, aus meiner Sicht zumindest, dass man mit eigenen Lösungen auch mal startet, weil schlussendlich ist es irrelevant aus meiner Sicht, was für ein Hersteller bei der Plattform dahinter steckt. Wichtig sind, wie sind die Prozesse, was sind die Rahmenbedingungen und auch die Führungsgrößen, dass man das nachher auf jeden Fall schon mal vorbereitet dann in die Standardisierung bringen kann, damit es auch entsprechend schneller geht. Wenn ich jetzt aber an die ganzen neuen Marktakteure denke, dann müsste es doch eigentlich darauf hinauslaufen, dass ein Netzbetreiber ganz klar auch jedem Privathaushalt sagt, wenn du hier irgendwas mit Energienetz machst, dann erwarte ich von dir oder dann musst du folgende Rahmenbedingungen erfüllen. Nimm das Thema ISMS, Thomas, beispielsweise. Also so eine Art Zertifizierung, ohne dass du was zertifiziert von uns Zertifiziertes nimmst, darfst du dich gar nicht anschließen. Und damit hat man ja auch eine Möglichkeit zur Beobachtbarkeit und auch Steuerbarkeit. Aber das ist ja heute gar nicht der Fall, oder?
Es gibt nicht den Standard. Ich bin ja schon lange hier bei dem Verein und mache auch mit der THW. Ich nehme mal gerne immer die Standards der EEG. Was ist opportun? Was wir heute von den, sage ich mal, EEG-Anlagen an Standards verlangen, da hätte man uns vor 20 Jahren gesagt, ihr seid die Energiewendeverhinderer. Wo man vor 20 Jahren aber schon wusste, die Anlagen müssen das können. Man muss ja auch immer fordern, wie viel darf ich von dem anderen fordern, um den Markteintritt nicht zu erschweren. Wir wussten, dass die eine KU über, oder eine AWE überleben müssen oder dass sie ein bisschen Blindleistung mitbringen müssen. War aber nicht opportun, vor 20 Jahren überhaupt das in den Mund zu nehmen. Da sollten die nur Wirkleistung liefern. Und Standards entwickeln sich weiter und man muss Standard immer gucken. Wenn da, sag ich mal, es wären nur 10.000 Windkraftanlagen geblieben, dann wäre das auch völlig überdimensioniert gewesen. Jetzt, wo das mehr wird, muss man gucken, wie muss das System entsprechend auch, sag ich mal, dann von der Vielzahl dieser Aktoren auch, sag ich mal, mit beeinflusst werden, weil sie eine nennenswerte Einflussgröße kriegen auf das System. Und das ist etwas, und diese Standards, das ist ein gesellschaftliches Spiel zwischen Anbieter, Regelsetzer, Produkthersteller. Das ist immer so ein Kunde, der das bezahlen muss. Das ist ein gesellschaftliches, ja, muss man gucken, wie man da zusammenkommt. Und das finde Also ich die eigentlich. Community wird einfach auch größer derer, die dann mitreden sollten. Und das spannt nochmal den Bogen zu euren Forderungen, Till, in der Studie. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Ich meine, es ist ja schön zu lesen und es ist ja auch treffend, was ihr da ausgearbeitet habt, aber es muss ja an die richtige Stelle. Es muss sich ja damit auch dann was bewegen, oder? Ja, sehr richtig. Also natürlich also die vereinten Akademien sozusagen haben eben einen, ich sag mal, einen gewissen Wirkungsgrad und letztlich die Bundesministerien, also BMWI und BMBF, die letztlich hier eben dann auch sozusagen offenes Ohr haben, die müssen das natürlich jetzt auch entsprechend aufnehmen und umsetzen. Also das letztlich ist erstmal die Rolle der Akademie, darauf hinzuweisen, die Politik zu beraten, dass hier gewisse Dinge eben offensichtlich weiße Flecken darstellen, an denen man arbeiten sollte. Und also das ist im Grunde der Hebel hier. Aber da glaube ich, ist das eben ein Impuls von vielen und die Impulse sollten eben durchaus aus verschiedenen Ecken kommen. Und wenn es dann eben nicht wirkt, dann wird es eben der erste Blackout richten, in Anführungsstrichen, dass man dann anfängt, drüber nachzudenken. Also wir sehen, also was eben, ich sag mal, was als Kernpunkt, also den ich noch einmal anführen möchte, das ist das Thema, wir haben hier eine völlig unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der diese Dinge sich entwickeln. Also die Geschwindigkeit, mit der sich die Möglichkeiten von Digitalisierung entwickeln, die ist halt atemberaubend schnell und kaum beherrschbar. Und die Geschwindigkeit, mit der sich eben so ein bestehendes, hochverfügbares Energiesystem oder technisches Strombetriebssystem, wenn man so will, entwickelt, die ist eben deutlich, deutlich geringer. Und da sind wir eben, ich habe es eben im Chat geschrieben, sozusagen in einem Experimentiermodus, wo zum Glück nicht nur sozusagen Westnetz, also Westnetz macht natürlich sehr viel, zum Glück eben auch hier und da sozusagen an anderen Stellen verschiedenste Möglichkeiten ausprobiert werden, wie man das Ganze denn besser beherrschen kann. Und diese verschiedenen Erkenntnisse müssen irgendwo dann zusammenfließen zu entsprechenden Standards und Best Practices, die dann auch übergreifend genutzt werden. Aber wir können nicht verhindern, diese zwei Geschwindigkeiten. Behauptung ist, Digitalisierung im Energiesystem, obwohl da schon eine Menge passiert, ist im Grunde, wenn man jetzt mal im Horizont von vielleicht 10, 15 Jahren nach vorne blickt, sind wir dann nach wie vor am Anfang. Und da wird dann ganz viel mehr sein, was wir heute noch gar nicht wissen. Und das ist im Grunde das, was kontinuierlich begleitet werden muss, weil ansonsten wird das auseinanderfallen und man kriegt das gar nicht mehr in den Griff. Also so ein bisschen das war vielleicht, also so möchte ich es als Tenor auch wiedergeben aus dem Kreis. Ja, ich glaube, es startet vieles auch mit, was du auch Thomas sagtest, kommunizierenden Menschen kann wirklich geholfen werden. Also dieses Rede drüber, schaffe Verständnis und bewege dann auch die Menschen,
und auch Organisationen dazu, vielleicht, wenn sie merken, sie haben da ähnliche Handlungsfelder und Problemsituationen, sich mal gemeinsam an den Tisch zu setzen. An der Stelle nochmal der kleine Werbeblock, was das Positionspapier anbetrifft. Den Link hat man ja eben in den Chat gestellt. Und jetzt werde ich angezählt, liebes Publikum, die Breakout-Session geht dem Ende zu oder ist zu Ende. An der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an Till Luhmann und Thomas Ondrup. Jetzt bin ich verwirrt, weil jetzt kommt direkt das Fenster. Ich soll nochmal den Hinweis geben, dass wir jetzt in die Hauptsession, also wir müssen jetzt den Transfer machen in den gemeinschaftlichen Konferenzraum, um dann die Abschlussdiskussion zu machen. Aber noch den Satz zu Ende. Ich fand, es war ein sehr spannender Inhalt, sehr spannende Diskussion. Ganz herzlichen Dank für die tolle Vorbereitung, die ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann gehen wir jetzt rüber in die Hauptsession zurück und hören auch, was Mats in seiner Session dann diskutiert hat. Dann einfach den Button drücken und dann in die Hauptsession. Okay. Bis gleich.